Hi, bei Selbstversorgung modern und einfach. Heute haben wir den 26. Juni 2016. Ist ein schöner Abend. Und ich werde jetzt Lindenblüten sammeln, um Tee daraus zu machen. Dies ist eine Linde. Und sie blüht. Ich habe jetzt vor 3 Tagen schon geschaut, da waren die Knospen zu sehen. Und jetzt ist die Linde voller Hummeln und Bienen. Es brummt und summt. Ich weiß nicht, hört ihr das? Na, wo sind die Hummeln? Da sind die Hummeln. Die sind schnell, die Mädchen. Naja, gut. Und so sehen die Blüten dann aus. Und da werde ich das hier abschneiden. Ups. Und dann hat man hier die Blüten. Die sammle ich dann in dem Eimer hier, den ich mitgebracht habe. Pack sie da rein. Und heute Abend noch werden sie getrocknet auf der Heizung. Das kennt ihr ja von einem meiner Videos, wie ich das mache. Und dann habe ich genügend Lindenblüten, um meinen Tee, meinen Mischtee für den Winter aufzustocken. Die riechen zurzeit richtig nach Honig. Und ja, irgendwie riecht das schon lecker. Das ist ja auch ein Arzneitee, da muss man schon aufpassen, dass man nicht zu konzentriert daran geht. Das wird halt ein Mischtee, der verschiedene gute, positive Einflüsse im Winter auf die eigene Gesundheit hat. Da sind die Hummeln. Da. Das brummt und summt, das ist schon eine Freude. Und ich nehme jetzt nur die Lindenblüten aus dem unteren Bereich und für die Hummeln bleibt sicherlich noch genug. Okay. Von außen kommt man nicht so gut daran, denn da hängen die Blätter vor. Aber hier von innen, unter der Krone des Baumes, da sieht man, da hängen die Blüten vor den Blättern. Und da werde ich mich jetzt bedienen. Boah, brummt das. Und summt das. Herrlich. Der pure Sommer. Klasse. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gesammelt und das ist das Resultat. Das ist ein Dreiviertel Eimer voll und ja, das duftet richtig nach Honig, nach Blütenhonig und es summt und brummt. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich, dass man Kräuter insgesamt dann sammelt, wenn es warm ist, die Pflanzen trocken sind, also es nicht frisch geregnet hat. Und ja, und wenn man dann noch sieht, dass die Bienen und Hummeln fliegen, dann weiß man ganz genau bei den Lindenblüten, das ist die beste Zeit, da ist der Wirkstoffgehalt am höchsten. Kurz nach dem Öffnen der Blüte. Und hier sieht man, das sind immer so Blüten, Blütendolden, glaube ich, nennt man das. Und da sind einige Knospen dabei und einige sind geöffnet. Und das sind natürlich die besten. Und wenn man Kräuter sammelt, dann darf man nicht zögern, man darf nicht warten. Das geht schneller als man denkt und alles ist verblüht und schon vorbei. Also, wenn ihr dann die Chance habt, das Wetter stimmt, dann nichts wie ab und los geht's. Ich muss doch nochmal eine Aufnahme vom Lindenbaum machen, von Lindenblüten. Und ich muss schon sagen, das ist so ein bisschen paradiesisch. Guckt euch das an, wie viele Blüten das sind. Ohne Ende. Ich weiß nicht, je weiter ich weggehe, desto schlechter kann man das wohl sehen, aber Wahnsinn. Alles voller Blüten und das von einem einzigen Baum. Da haben wir eine Hummel. Und niemand bedient sich. Außer den Hummeln. Die wissen, was gut ist. Ja, und wenn ich das so sehe und hier unterstehe, dann tut mir leid, dann fühle ich mich schon ans Paradies erinnert. Oder dann denke ich unmittelbar ans Paradies. Guckt euch das mal an, das ist doch irre. Alles voller Blüten von einem Baum. Und wir können davon sogar noch Tee machen. Aber kaum jemand nutzt es. Alles voll. Alles voll. Wahnsinn. Okay,
für später zum Trocknen des Tees. So, ich habe jetzt meine Vorrichtung angebracht hier auf der Heizung. Der Rahmen, den ich euch ja schon mal gezeigt habe in einem meiner Videos. Da unten ist ein Netz drin und das ist eine Holzumrahmung hier. Mit hier ein bisschen fixiert. Und jetzt werde ich die ganzen Blüten hier drin verteilen. So sieht das dann aus. Ich verteile die jetzt erstmal. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. Der Rahmen ist jetzt bis zur Hälfte und ein bisschen drüber gefüllt. Auf der ganzen Länge. Hier sind die Blüten. Es duftet nach Honig und Sommer. Und jetzt mache ich die Heizung an. Ich stelle die auf 3 und dann werden die Blüten über Nacht trocknen und morgen früh ist alles okay, denke ich mal. So, die Kräuter sind getrocknet, die Lindenblüten. Dann haben wir die gleiche Form. Ich werde die jetzt mit der Hand so zerbröseln. Geht eigentlich sehr schön. Und dann habe ich den Tee. Dann werde ich die gröbsten Stängel aussortieren. Das werdet ihr gleich sehen, das Ergebnis. Okay, ich wollte euch nochmal zeigen, wie ich die Lindenblüten klein mache. Hier habe ich einen Teller. Hier sind die getrockneten Lindenblüten mit Blättern und so weiter. Und da sind natürlich auch kleine Äste dabei. Und jetzt gehe ich mit der Hand daran. Und das ist so trocken und so bröselig, dass wenn man das zusammendrückt, dass es dann schon kleiner wird. Die Blätter lasse ich gerne drin. Und ihr seht, dieser große Haufen ist jetzt zusammengefallen. Und da nehme ich jetzt ganz locker die gröberen Ästchen raus, die stören würden, weil sie zu lang sind oder so. Und ja, das ist schon eigentlich. Da ist noch ein bisschen was. Das wird dann abgefüllt in ein luftdichtes Glas. Vorher lasse ich den Deckel nochmal offen, stelle es nochmal auf die Heizung, damit es nochmal nachtrocknet. Und dann wird da ein Deckel drauf gemacht. Und diese Lindenblüten, die mische ich mit Brennnesseln, Ackerschachtelhalm, Ringelblumen und so weiter. Und das wird dann ein Tee, ein Mischtee, ja, der gesundheitliche Stoffe enthält, Immunsystem fördernd ist und, ja, und eigentlich zu meiner Gesundheit dazu beiträgt. Oder beiträgt, denke ich mal. Und er schmeckt tatsächlich. Das glaubt man nicht. Einfach zu machen. Und wenn ihr seht, das war jetzt eine Handvoll und so viele Lindenblüten sind da. Und wenn man für eine Tasse so viel nimmt, dann hat man viele, viele Tassen davon. Klasse Sache, hat mir Spaß gemacht. Ich werde die nächsten Tage noch mehr Lindenblüten-Tee machen, sammeln, ansetzen. Ganz einfach, ganz easy. Was ich noch sagen wollte, das Trocknen auf der Heizung hat länger gedauert als bei den Brennnesseln. Bei den Brennnesseln hat es irgendwie 3-4 Stunden gedauert. Auf Stufe 3,5 und bei denen hier hat es doch jetzt 6 Stunden gedauert auf Stufe 4. Okay, Leute, so viel von Selbstversorgung modern und einfach. Probiert es mal aus, schmeckt lecker, habe ihn schon probiert, ist eine einfache Sache, cool. Macht es mal einfach. Tschüss, schöne Grüße von Selbstversorgung modern und einfach.